Hauptaufgabe des Pedals ist das Klavier von einem Teil der Trockenheit und der kurzen Dauer der Klänge zu befreien. Deshalb ist man beim Spielen einer bestimmten melodischen Phrase im langsamen Tempo ohne jede Begleitung berechtigt, das Pedal mit jeder Note der Melodie zu benutzen, um ihr mehr Wohlklang und mehr Klangfarbe zu verleihen. Beim Druck auf das rechte Pedal heben sich die Dämpfer aller Saiten. Da jede auf der Klaviatur gespielte Ton Ober- und Untertöne hervorbringt, wird er nun bereichert. Es gibt drei Hauptarten des Pedalgebrauchs. Bei der ersten wird das Pedal gleichzeitig mit dem Anschlag genommen. Bei der zweiten Art, beim verzögerten Pedal, wenn eine Reihe von Akkorden legato gebunden gespielt werden soll, die man ohne Benutzung des Pedals mit den Fingern allein nicht verbinden könnte. Hier wird das Pedal sofort, nachdem der nächste Akkord genommen ist, losgelassen. Dieser wird durch ein neues Pedal verstärkt und so weiter. Manchmal möchte man die Harmonie quasi im Voraus hören. In dem Fall nimmt man das Pedal schon vor dem Anschlag, wie am Anfang der Demosonate von Beethoven. Es gibt noch zahlreiche Unterarten, das Pedal zu nehmen, welche ich zu einem späteren Zeitpunkt untersuchen möchte. Hier noch ein Ratschlag, den ich vom großartigen polnischen Meister Stefan Askenase bekommen habe. Jede neue Harmonie kriegt ein neues Pedal. Obwohl es zahlreiche Ausnahmen gibt, sollten wir diese Regel ernst nehmen. Nun einige Worte zum Gebrauch des linken Pedals. Die Regel für uns lautet, das linke Pedal braucht durchaus nicht bei jedem Piano und Pianissimo angewendet werden, sondern nur, wenn ein Klangfarbenwechsel erforderlich ist. Der wesentliche Zauber des linken Pedals besteht nicht nur darin, dass das Hämmerchen zwei Saiten anschlägt statt drei, sondern darin, dass die erste nicht angeschlagene Saite mit den angeschlagenen Saiten zusammenklingt, weil sich der Dämpfer über ihr erhebt und so eine spezielle Klangfarbe erzeugt.
Nun würde ich gerne zeigen, wie man vorsichtig das Pedaltreten behandeln kann. Also, wie ich schon gesagt habe, wenn ich das Pedal bis zur Hälfte drücke, ist es im Leerlauf. Jetzt bewegt sich der Dämpfer nach oben. Jetzt trete ich durch. Das ist Ganzpedal. Wenn ich spiele, dann hört man, dass die Saiten mitresonieren. Jetzt gehe ich zurück mit dem Pedal, abgedämpft. Nun, wenn ich jetzt das Pedal dosiert einsetzen möchte, ich möchte zum Beispiel ganz fein und schnell pedalisieren, dann kann ich das einteilen, zum Beispiel ein Viertelpedal, Halbpedal, Dreiviertelpedal und dann öffne ich ganz das Pedal. Jetzt muss man aufpassen, dass das Pedal nicht allzu schnell niederdrückt und dann auch, dass man beim Loslassen das Pedal nicht tatsächlich loslässt, sondern mit dem Fuß begleiten. So kontrolliert man ganz fein die Bewegungen des Dämpfers.